Donnerstag, 5. Juli 2018, 17.58 Uhr. Guido Pella kann es zunächst kaum fassen. Er nimmt die Hände auf den Kopf, schaut ungläubig auf die Ränge. Nach insgesamt 13 Stunden hatte er, die Nummer 82 der Welt, dem Vorjahresfinalisten Marin Cilic rausgeworfen. Die Partie begann, wie es erwartet wurde. Der Kroate Cilic hatte das Spiel unter Kontrolle. Eine erste Regenpause änderte daran zunächst nichts. Cilic entschied die ersten beiden Sätze klar 6:3, 6:1 für sich. Doch als im dritten Satz beim Stand von 3:4, Pella hatte Cilic erstmals ein Aufschlagspiel abgenommen, das Spiel wegen Regen und Dunkelheit unterbrochen wurde, war der Favoritenbein gebrochen, über Nacht drehte der 28 Jahre alte Pella auf, Cilic kam nicht mehr ins Spiel. Der Argentinier gewann die nächsten drei Sätze 6:4, 7:6, 3:7, 7:5. Der Matchball und die ungläubigen Reaktionen im Video. Der Regen hat mir sehr geholfen. Gestern hat Cilic so gut gespielt, da konnte ich nichts machen, sagte Pella der BBC. Heute fühlte ich mich sehr viel sicherer in meinem Spiel. Ich habe angefangen, aggressiver zu spielen und um jeden Ball zu kämpfen. Cilic wiederum hatte überhaupt nur einmal ein Wimbledon-Match gegen einen schlechter gesetzten Spieler verloren. Vor 10 Jahren musste er sich der damaligen Nummer 145, Arnaud Clément, geschlagen geben. Und nun also Pella. Es war sein erster Wimbledon-Erfolg überhaupt, in seiner 16. Grand-Slam-Teilnahme. Favoriten stürzen, Nadal und Djokovic problemlos weiter. Das frühe Aus von Cilic ist der nächste Favoritensturz beim größten Rasenturnier der Welt. Bei den Männern waren zuvor mit Grigor Dimitrov, French Open-Finalist Dominic Thiem und David Goffin bereits 3 weitere Top-10-Spieler gescheitert. Bei den Frauen sind sogar schon 5 Spielerinnen aus den ersten 10 der Weltrangliste ausgeschieden, darunter die zweimalige Titelgewinnerin Petra Kvitova und Australian Open Champion Caroline Wozniacki. Ohne große Probleme haben Novak Djokovic und Rafael Nadal beim die dritte Runde erreicht. Nur wenige Minuten nachdem French Open-Gewinner Nadal in seinem zweiten Match den Kasachen Michail Kukushkin mit 6:4, 6:3, 6:4 keine Chance gelassen hatte, setzte sich auch der Serbe Djokovic in seinem Duell mit dem Argentinier Horacio Ceballos 6:1, 6:2, 6:3 durch. Kerber müht sich gegen Tini. Kohlschreiber behält im Tiebreak-Krimi die Nerven. Auch Angelique Kerber hatte alle Mühe, sich in Runde 3 vorzukämpfen. Der US-amerikanische Teenager Claire Liu lieferte der Deutschen einen harten Kampf. Als die Vorjahressiegerin bei den Junioren ihre anfängliche Nervosität abgelegt hatte, sah sich Kerber immer mehr in die Defensive gedrängt. Erst mit Beginn des zweiten Durchgangs fand Kerber wieder in die Spur. Letztlich setzte sich die 30-Jährige mit viel Kampfgeist, vor allem aber wohl dank der größeren Erfahrung durch. Es war ein kniffliges Match, sagte Kerber, ich bin einfach froh, dass ich das irgendwie am Ende noch hinbekommen habe. Erstmals seit 6 Jahren hat zudem Philipp Kohlschreiber die dritte Runde erreicht. Der 34-Jährige gewann die Fortsetzung seiner am Vortag abgebrochenen Partie 7:6, 8:6, 7:6, 7:4, 7:6, 7:3 gegen Gilles Muller. Gegen den Luxemburger, der im Vorjahr überraschend Superstar Nadal geschlagen hatte, profitierte Kohlschreiber vor allem von seiner Nervenstärke.
Beim Abbruch wegen Dunkelheit hatte es im Tiebreak des zweiten Satzes 5:3 für Kohlschreiber gestanden.